Ich versuchte gerade, meine Karriere als Influencerin aufzubauen. Lars und ich brauchten endlich mal eine gemeinsame Auszeit und mieteten uns ein Ferienhaus am Stadtrand. Hallo. Sind Sie Frau Burgaro? Wir hatten uns jetzt hier eingemietet für... Wir sind Clara und Lars. Ja, und sie ist alles soweit vorbereitet, oder? Also wir gehen dann jetzt einfach rein. Okay, ja. Aber also, sieht ja auch so aus wie auf den Fotos, von daher. Aber hier steht, das ist ein Superhost. Echt Superhost? Ja. Das kam mir aber nicht so vor. Komisch. Aber schön ist es hier. Ja, auf jeden Fall. Ich konnte natürlich nicht abschalten und suchte immer nur nach den perfekten Motiven für meine Follower. Die Fotos an der Wand kamen mir zwar sehr merkwürdig vor, aber mir war es wichtiger, viele Likes zu bekommen. Und so spürte ich nur beiläufig, welche unheimliche Aura dieses Haus ausstrahlte. Ja, wenn du die ganze Zeit auf dieses Ding guckst, dann kann man sowas halt machen. Sehr witzig. Ja. Ich zeig dir mal was. Komm mal mit. Okay, was denn? Ja, das ist das Ding. Schau dir mal diese Bilder hier an. Ja, ganz schön creepiger Typ auf jeden Fall. Mega creepy. Ja. Und jetzt pass auf, die Fotos, die wurden alle hier in dem Haus gemacht. Was? Echt? Krass. Und weißt du, was richtig cool wäre? Was denn? Throwback Thursday. Oh, nee. Du könntest die alle nachstellen. Ah. Und ich fotografiere das und stelle das in meinen Feed. Das wäre so cool. Feed, Feed, Feed schon wieder. Ich versuche die ganze Zeit, die ganzen Follower zu kriegen. Ja. Das wäre so toll. Ja, okay. Sollen wir das mal machen? Eins, bitte, bitte, bitte. Ja, ja, cool. Ja, okay. Los. So langsam beschlich mich das beklemmende Gefühl, dass wir in diesem Haus nicht alleine waren. Aber ich versuchte es zu verdrängen. Denn ich wollte unbedingt wissen, wie diese Posts bei meinen Followern ankommen. Ja, perfekt. So, warte, ich poste. Zeig mal. Sind schon die ersten Likes. 7, 8, 9. Zeig mir mal bitte das Foto. Okay, das ist mega unheimlich. Der Typ hatte definitiv die Augen zu. Lars. Auf jeden Fall. Wir machen einfach nee. Nächste. Komm, wir machen das nächste Foto für den Feed. Los, komm. Für den Feed. Los. Nein. Ach, komm. Scheiß Feed. Ja. In meinem tiefsten Inneren spürte ich dieselbe Angst wie Lars. Kannst du vielleicht. Doch ich steckte mittlerweile zu tief in einem Sumpf aus Stolz und Ignoranz, wodurch ich nicht nur unsere Beziehung aufs Spiel setzte. Okay, fertig. Ich poste. Danke, Lars. Jo. Wir können direkt das dritte Foto machen. Uff. Auf keinen Fall, ich bin raus. Ich hab keinen Bock mehr. Komm schon. Diese ganze Influencer-Geschichte geht mir tierisch auf den Senkel. Immer nur Foto hier, Foto da, mein Feed, meine was Follower, was weiß ich. Du machst genau, überhaupt nichts mehr mit mir, ist. Weißt du, mit mir ich persönlich. Ich hab dir das tausendmal ganze erklärt. Wie das ganze Haus, das interessiert sind. Sich nicht. Ich will Influencerin nur... werden. Ja, weißt du doch. Das ist doch kein Job. Was ist denn das? Ich beweise es dir. Ja. 500 Likes habe ich bekommen für eben das gerade gepostete. Nee, ich bin raus. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Vergiss es. Nein. Es tut mir leid. Wir gehen jetzt. Ich hatte uns beide mit meiner Geltungssucht ins Verderben geführt. Sollten wir jetzt auf ewig gefangen bleiben? Selbst wenn ein Ausweg möglich wäre, würden wir jemals wirklich frei sein? Hallo, Herr Burgaro? Hallo, Gün, hallo. Entschuldigung. Na gut,